Einen wunderschönen guten Abend. Das Schönste für mich hier bei der Echt zu sein in Süddeutschland ist, dass ich so langsam in Bremen aus dem jungen Erwachsenenalter herauswachse und hier noch einmal einer von den Jungen sein darf. Ja? Das zelebriere ich in Bremen, da wird schon so ein bisschen über meinen Grauschimmer gelacht. Und wenn die Wörter benutzen, die ich nicht verstehe, wo es inzwischen einige von gibt, da wird sich so ein bisschen über den alten Jugendleiter lustig gemacht. Und darum bin ich dankbar, dass ihr mit eurem Alter hier mir nochmal so ein richtig gutes Gefühl gebt. Und ich hoffe, dass durch diese Predigt, durch das, was wir uns heute anhören, wo wir uns Gedanken machen, dass diese Verbindung der Generation, dass das, was uns eint, das, was uns motiviert, das, wo sich Gnade multipliziert, dass das groß wird. Und dass wir als gesamter Leib heute mit allen Generationen, die dazugehören, so ein bisschen mehr von Gottes Gnade nicht nur in unser Herz, sondern auch in unsere Gemeinden holen. Und dafür bete ich nochmal. Herr, danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass wir keine Angst haben müssen vor dem, was in unserem Herz vielleicht heute vorploppt. Wenn wir auf unsere Gemeinden schauen, so, wir müssen keine Angst haben, weil du das Beste für uns im Sinn hast. Du dich freust, wenn wir uns nach dir ausstrecken, um dir ähnlicher zu werden. Segne unsere Herzen, mach sie weich für das, was du zu sagen hast. Amen. Vor einiger Zeit gab es bei uns in Bremen einen richtig coolen Jugendgottesdienst. Es war so ein Abend, wo Menschenleben verändert wurden, wo in den Leben der Teens richtig viel passiert ist. Wo so das Evangelium und Gottes Liebe zum ersten Mal irgendwie Platz gefunden hat und sich so eine Leidenschaft, so ein Feuer entzündet hat. Und es fühlt sich dann für Leiter, für Jugendpastoren manchmal so ein bisschen an, als würde man so direkt in der ersten Reihe von einem Raketenstart sitzen. So, man sieht, was passiert und man spürt so die Hitze, die da am Wirken ist, im Innern der Teens und merkt richtig physisch, körperlich, dass da gerade etwas passiert. Und vielleicht kennen das einige von euch, auch aus den Erwachsenen-Gottesdiensten natürlich. Und nach diesem Abend, wo so viel passiert ist und wo ich so dankbar für war, bin ich so erfüllt mit diesem Dank und mit der Freude darüber zu meinem leitenden Pastor Markus gegangen. Irgendwie sagt jeder Prediger was, ne? Bezieht sich irgendwie in die Einleitung mit ein. Ja, wir verbuchen das einfach mal als Gewinn. Genau, ich bin zu Markus gegangen und habe gesagt, Markus, ich habe den besten Job der Welt. So, nicht nur der Gemeinde, ich habe den besten Job der Welt, das weiß ich. Und bitte, wenn ich irgendwann in den nächsten Jahren diesen Jugendjob loswerden möchte, dann tu alles dafür, was in deiner Macht steht, um mich davon abzuhalten. Ja, er hat mich erstmal ein bisschen geerdet, hat gesagt, okay, du hast nicht den besten Job der Welt. Also der Gemeinde, ja, wahrscheinlich mit Jugendlichen, das ist Highlight, aber nicht der besten Job der Welt. Und dann hat er mich gefragt, ob er auch Gewalt anwenden darf, wenn ich diesen Job abgeben will. Und eigentlich ist es ja eine merkwürdige Frage. So erfüllt und begeistert von meinem Job, warum gehe ich und habe so eine Erwartung an ihn und bitte ihn um sowas. Und ich glaube, ich bin zu ihm gegangen und habe ihm das gesagt, weil ich weiß, dass man diese Ereignisse, diese Highlights, diese Sternstunden der Jugendarbeit, dass man die nicht reproduzieren kann. Und dass man die auch nicht machen kann. So, dass Gott die einfach schenkt. Und dass das, was da passiert, diese Leidenschaft, die sich bei den Jugendlichen entzündet, dass das so der erste Anschub ist für eine lebenslange Glaubensexpedition mit ungewissem Ausgang. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass das von Elon Musk gegründete US-Unternehmen SpaceX einen 3 Milliarden Dollar Deal mit der NASA abgeschlossen hat. Und sie sollen eine Rakete bauen, die so die größte Expedition des 21. Jahrhunderts nach vorne treibt, die Besiedelung des Mars. Und vor einigen Wochen, am 20. April, da ist diese Testrakete, die heißt Starship, zu ihrem ersten Testflug losgeflogen. Und ein paar haben das sicherlich gehört. 4 Minuten nach dem Start Richtung Weltall ist die Rakete in massive technische Probleme geraten. Ja, und dann, laut SpaceX-Pressebericht, kam es zu einer schnellen, ungeplanten Demontage der Rakete. Auf Englisch Rapid Unscheduled Disassembly. Also wir wissen alle, was passiert ist. Sie ist explodiert. Ob kontrolliert oder nicht, bewusst, das ist so ein bisschen die Frage. Und diese Bezeichnung, das ist so ein beschönigender Begriff für die ungeplante Explosion eines Raumfahrzeugs. Und als ich das so gelesen habe, da musste ich sofort an die ganz, ganz vielen Jugendlichen aus unserer Gemeinde denken, die ähnlich wie bei diesem Jugendgottesdienst, von dem ich gerade erzählt habe, so eine
so eine Berührung, so eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatten und von der Kraft fasziniert waren, die da in ihnen am Werk war. Und diese Leidenschaft, die sie da hatten, ist aber nie aus der Jugendatmosphäre heraus ins junge Erwachsenenalter geschafft hat. So, sie sind da hängen geblieben. Die Rakete ist nie in die nächste Lebensphase abgehoben. Und dann kam der zweite Gedanke und der war noch ein bisschen schmerzhafter. Wie viele Jugendliche haben wir erlebt, die glaubensmäßig wie Raketen durchgestartet sind, wo alle fasziniert waren und berührt waren und bewegt waren und die dann eben diese schnelle, ungeplante Demontage erlebt haben. So, wo Glaube einfach explodiert ist. Also diese Initialzündung für den christlichen Glauben, diese Faszination über Jesus und sein Evangelium, die ist der Anfang, der Anschub, aber noch keine Garantie für ein tragfähiges Glaubensfundament. Und jetzt ist die Frage, was muss passieren, dass diese Glaubensexpedition, die ein Leben lang geht, erfolgreich ist? Und wie sieht dieser Erfolg aus? Und hier sitzen viele Mitarbeiter, die mit Jugendarbeit in Verbindung waren oder es immer noch sind oder sich in Jugendliche investieren. Und ich glaube, die meisten von euch würden unterschreiben, der Hauptindikator für eine gute Jugendarbeit ist nicht die Besucherzahl oder die Reichweite oder das Instagram-Profil, sondern viel entscheidender ist, wie wir nachhaltig Jugendliche ausrüsten und für diese lange Lebensglaubensreise ausrüsten. Vor ein paar Monaten saß ich nach dem Sonntagsgottesdienst bei uns im Gartencafé und ich saß an so einem Tisch mit einigen Jugendlichen. Und wir als einziger Tisch in diesem Café zwischen Senioren und Kindern oder Familien mit Kindern so rum, ja, oder Kinder mit Familien ist es ja manchmal auch. Und wir haben über die wirklich coolen, so die spannendsten Themen geredet, nicht so wie die ganzen langweiligen Leute um uns herum. Wäre das Café ein Bus gewesen, dann hätten wir auf jeden Fall die allerletzte Reihe für uns beansprucht, ja. Und dann betrat eine ältere Frau aus der Gemeinde das Café. Sie begrüßte mich ganz herzlich und setzte sich zu uns an den Tisch. Und das war nicht ungewöhnlich, dass sie das gemacht hat, weil das war Maria. Und Maria ist Teil unseres Jugendcafé-Teams. Einmal im Monat, da öffnen wir unser Gemeindecafé samstags nachmittags für die Jugendlichen aus der Gemeinde, für ihre Freunde, für junge Leute aus dem Stadtteil. Und Maria ist eine ehrenamtliche Mitarbeiterin und ihre einzige Aufgabe ist es, mit den Teens, mit den Kids Zeit zu verbringen und mit ihnen zu spielen. Und darum war es auch so selbstverständlich, dass sie sich eben an den coolsten Tisch ins Café setzte. Und dann saß Maria da und erzählte uns davon, dass sie gestern Geburtstag hatte, am Tag vorher, und sie ist 63 Jahre alt geworden. Und aus meinem jugendlichen Hochmut heraus habe ich dann gefragt, sag mal Maria, welches Alter oder welche Lebensphase würdest du am liebsten nochmal durchleben? Das ist eine spannende Frage, oder? Und Maria hat nicht lange nachgedacht und hat gesagt, ich glaube keine. So, die Jugendlichen gucken sich so an und so, ja, als ob. So, ja. Am Abend war da eine E-Mail in meinem E-Mail-Postfach von Maria und die möchte ich euch gerne vorlesen. Sie schreibt, lieber Magnus, ich musste heute mehrfach über eine Frage nachdenken, welchen Lebensabschnitt ich gerne noch einmal leben möchte, beziehungsweise wohin ich zurück möchte. Ich sagte ja, dass ich nirgendwohin zurück möchte, sondern mein Alter mag. Es ist nicht so, dass ich heroisch die Nachteile des Alterns bewältige. Daran habe ich schon zu arbeiten. Aber zum einen ist es so, dass ich heute mehr Lebensfreude habe als jemals zuvor. Und zum anderen ist es so, dass ja der innere Mensch, so wie Gott sich ihn denkt, zunimmt und an Reife wächst. Wahrscheinlich ist es so, dass daraus auch diese Freude resultiert. Und weißt du, dahinter möchte ich nie mehr zurück. Also freu dich auf das Älterwerden, denn mit jedem Tag wirst du dem Menschen ähnlicher, den Gott sich gedacht hat. Jawohl. Irgendwann ist Maria mal so wie viele andere jugendliche, junge Menschen, wie so eine Rakete im Glauben gestartet. Aber sie ist nie abgestürzt. Doch ihre Glaubensdynamik, das, was so in ihr drin passiert, ich glaube, das hat sich verändert. Es ist nicht mehr diese Faszination ihrer Jugendjahre, so diese ersten aufregenden Erlebnisse, die sind immer noch da, aber das ist nicht der Kern. Das ist nicht, was sie antreibt. Sie ist vielmehr wie ein
hingegebener, treuer Satellit, der von Jesus angezogen wird und kontinuierlich jeden Tag aufs Neue um ihn kreist. Und sie kann ihren Kurs beeinflussen, aber es ist ausschließlich die Anziehungskraft von Jesus, die sie in der Laufbahn hält. Also wir haben diese jungen Raketen, über die wir uns so freuen, die fasziniert sind. Und dann haben wir ein paar alte und mittelalte Satelliten, die um Jesus kreisen und sich von ihm anziehen lassen und wissen, dass er derjenige ist, der sie trägt. Und ganz egal, ob du mega jung oder total alt oder irgendwo dazwischen bist, ob es gerade so brennende Faszination ist, die durch dein Glaubensleben und durch deinen Dienst pusht, oder ob es gerade so eine Phase ist, wo du nichts dafür beitragen kannst, ja, wo Jesus dich einfach in der Umlaufbahn hält. So, ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie wir persönlich, aber eben auch als Gemeinde, mit allen Generationen, die das beinhaltet, also könnte ich sagen intergenerational, wie wir fasziniert und hingegeben unseren Auftrag als Kirche leben. Denn ich wünsche mir so, dass die jungen Menschen in unseren Gemeinden auch im Erwachsenenalter immer mehr zu hingegebenen Nachfolgern werden und dass die beste Zeit ihres Glaubens nicht das Jugendalter ist, sondern dass die beste Zeit noch vor ihnen liegt. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir für die älteren Generationen, dass sie sich auch nach vielen treuen, faszinierenden Jahren des Glaubens immer wieder neu von Gott faszinieren und seiner Kraft zu neuen Glaubensabenteuern befähigen lassen. So, und wie kann das in unserem Leben, in unserer Gemeinde Realität werden? Das ist die Frage. Und dafür möchte ich in einen kurzen Abschnitt aus dem Kolosserbrief schauen. Und der Abschnitt ist Teil eines Gebets, das Paulus für die junge Gemeinde betet und im ersten Kapitel des Briefes mit ihnen teilt. Und in diesem Gebet finden wir Hinweise, was für eine erfolgreiche, wie auch immer das aussieht, langfristige Glaubensexpedition von Bedeutung ist. Und ich möchte das in drei Gedanken mit euch tun, ganz klassisch. Und wir bewegen uns so ein bisschen von groß zu klein, aber nicht von wichtig zu weniger wichtig. Die Wichtigkeit bleibt gleich. Wir sprechen über das Ziel dieser Glaubensexpedition. Ja, wo wollen wir hin? Über den Weg. So, wie sieht die Zeit, der Weg zu diesem Ziel aus? Und was ist der Kraftstoff für die Glaubensexpedition? Das Ziel, der Weg und der Kraftstoff. Und zu Beginn des Briefes an die Kolosser, da erklärt Paulus, der sich zu dieser Zeit bereits in Gefangenschaft in Rom befindet, dass sein Mitarbeiter Epaphras ihm von dieser Gemeindegründung in Kolossae berichtet hat und er grenzenlose Freude darüber hat, dass die gute Botschaft von der Gnade Gottes dort angekommen ist, Menschenleben verändert hat und dass der Heilige Geist unter ihnen wirkt. Und ich kann mir vorstellen, dass es in dieser jungen Gemeinde so ein bisschen Jugendarbeit-Vibes gab. Ja, viele Menschen hatten vor kurzem erst die gute Botschaft gehört, die gute Nachricht vom Evangelium und waren noch so geflasht von diesem Jesus, ja, der so anders war als die ganzen unzähligen Götzen ihrer heidnischen Umgebung, mit denen sie aufgewachsen sind. Und obwohl sie noch nicht jedes Detail wussten und noch nicht jede Regel, jeden Gedanken des christlichen Glaubens verstanden hatten und was das so für ihre verschiedenen Lebensbereiche bedeutete, war da mit Sicherheit ganz, ganz viel Faszination, Euphorie und Aufbruch wie in Jugendarbeit. Und diese Dynamik, so die liebe ich an den Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Wenn junge Menschen zum ersten Mal so richtig die Liebe des Vaters spüren und der begegnen. Wenn sie das erste Mal so ein heiliges Geisterlebnis haben. Oder wenn sie die radikale Liebe Jesu verstehen, die am Kreuz vollzogen und dargestellt wurde. So, das begeistert sie und das begeistert sie zu Recht. Und Paulus hört von dieser Situation in der Gemeinde und dort schreibt er hinein in Vers 9. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Also Paulus' erstes Gebetsanliegen ist nicht die Welle der Euphorie zu surfen und sofort auf die Straße zu gehen und weiter zu evangelisieren, damit sich die gute Botschaft weiter verbreitet. Und Paulus schlägt ihn auch nicht als erstes irgendwie einen effizienten Gemeindeentwicklungsplan oder eine Strategie vor. Er betet, dass Gott sie, also es ist was Passives, was Gott tut, dass Gott sie mit der Erkenntnis seines Willens füllt und daraus echte geistliche Weisheit und geistliches Verständnis wächst. Also es geht erstmal nicht so sehr darum, wie sie ihr Leben gestalten, sondern wohin sie ihr Leben ausrichten. Und dafür soll Gott sie mit der Erkenntnis seines Willens füllen.
Und wir dürfen dabei nicht den Fehler machen, Gottes Willen mit Gottes Geboten gleichzusetzen. Das passiert bei mir auf jeden Fall ganz schnell, weil sein Wille umfasst mehr als nur die Einsicht, wie sich Gott unser Leben vorstellt. Paulus meint hier mehr als nur Regeln und Gesetze für ein geheiligtes Leben. Er spricht von Gottes Sehnsucht, von Gottes Ziel, Gottes Herz für diese Welt. Und diese Erkenntnis ist demnach ein Verständnis davon, wie Gott ist und wie sich sein Wesen in seinem Heilsplan durch Jesus Christus entfaltet hat und auch durch die Kirche weiter entfalten wird. Indem sich die Kirche, also der Leib Christi, vom Heiligen Geist umgestalten lässt, Jesus ähnlicher wird und besonders in ihrer Hingabe ein Zeugnis seiner Herrlichkeit in dieser Welt ist. Also eine ganz neue Lebensperspektive, ein ganz neues Lebensziel, was mit dem Evangelium kommt. Alles dreht sich um Jesus. Und viele junge Christen und auch nicht mehr so junge Christen steuern, glaube ich, ziellos durchs Leben, weil sie Gottes Ziel und Gottes Mission nie zu ihrem Ziel oder zu ihrer Mission gemacht haben. Und wenn ich an unsere oder meine Jugendliche denke und mir anschaue, wo sie so ihre Woche verbringen, dann ist es vielleicht auch gar nicht überraschend, weil es gibt eigentlich gar keinen Ort, wo sich dieses Ziel ganz natürlich in den Mittelpunkt stellt. In der Schule, da sollen sie fleißig sein, da sollen sie lernen, damit sie später mal beruflich erfolgreich sind und eine Familie versorgen kann. Also das Ziel ist Erfolg und Produktivität. In den sozialen Medien, wo sie viel Zeit verbringen, da wird gezeigt, wie schön das Leben sein kann und was man alles aus seinem Leben rausholen kann. Und dass es eigentlich erst wirklich was wert ist, wenn man eine richtig große Weitreiche hat. Also das Ziel ist, relevanter zu sein. Und dann sind es ganz normale Teenies. Man merkt, wenn man Buchstaben verwechselt, das hört man ja. Also das heißt Reichweite, nicht Weitreiche, genau. Und dann sind es ganz normale Teens, die in ihren Freundeskreisen herausfinden, wer sie sind. Und Annahme suchen. Und da ist Zugehörigkeit das Ziel. Und die logische Konsequenz ist, dass sie diese verschiedenen Ziele aus den verschiedenen Bereichen ihres Lebens nicht freitagsabends an der Garderobe abgeben, wenn sie bei uns in die Jugend kommen. Und dass sie stattdessen ihre Beziehung, ihren Glauben, der irgendwie neu dazukommt und sich entfalten muss, eben genau durch diese Brillen dieser Ziele betrachten. Und dass es dann eben nicht mehr so sehr um Jesus geht, sondern hauptsächlich um sie und ihre Bedürfnisse. Und man kann ihnen eigentlich keinen Strick draus drehen. So, das ist einfach, wie diese Dynamik von sich aus funktioniert. Dann wird Jesus zwar ein Teil ihres Lebens sein, aber nicht das Ziel ihres Lebens. Und in der Gefahr, in der stehen wir, glaube ich, auch als Erwachsene. Es reicht nicht nur, Jesus für die Bereiche zu haben, in denen wir ihn gerade gebrauchen können, wo wir gerade glauben, da möchte ich hin. Als Tröster, wenn wir traurig sind, als inspirierender Lehrer, wenn unser Leben vielleicht langweilig und bedeutungslos erscheint, oder als Erfolgsgarant, der Jesus, der mich sieht und mich stark macht, dann wollen wir Jesus haben, dann ist Jesus auch da, aber eben nur für unsere Ziele. Gib mir Einfluss, mach mich heil, mach mein Leben besser. Und die Faszination über diesen Jesus, die verpufft, wenn sich alles nur um uns dreht. Und wir ziellos durchs Leben navigieren. Und ich wünsche mir so, dass unsere Gemeinden ein Ort sind, an denen ein radikal anderes Ziel kommuniziert wird, das ihr ganzes Leben betrifft und nicht nur so ein paar kleine Bereiche. Und die Grenzen zwischen den Zielen der Welt für ihr Leben und Gottes Ziel für ihr Leben, die können ganz schnell miteinander verschwimmen. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Leiter, als Mitarbeiter, aber auch als Eltern, die ja auch selbst in dieser Sogwirkung der Gesellschaft stehen, immer wieder ehrlich auf unser Leben schauen und uns die Frage stellen, in welcher Mission bin ich gerade unterwegs? Was ist gerade mein Ziel? Auf welches Ziel zeigen die Entscheidungen, die ich im Alltag treffe? Und stimmen sie mit Gottes Zielen für mich und die Welt überein? Und dann bedeutet echte Weisheit und Erkenntnis eben nicht, dass ich mehr Informationen habe als alle, sondern dass das Leben an Gottes Willen und nicht an den Maßstäben der Welt gemessen wird. Und bei jungen Menschen, da wird diese Frage so richtig spannend und interessant, wenn sie sich so in Richtung Ende ihrer Schullaufbahn begeben und sich Gedanken machen müssen, okay, was möchte ich für den Rest meines Lebens eigentlich arbeiten? Und ich erinnere mich an einen Mitarbeiter, der so richtig aufgewühlt war von dieser Frage, so in seinem letzten Schuljahr. Und da habe ich mit ihm gesprochen und so ein bisschen versucht zu gucken, okay, warum fällt ihm das so schwer?
Und dann hat er gesagt, Magnus, ich habe solche Angst, dass mein Leben bedeutungslos ist und auch bleiben könnte. Und ich glaube, Bedeutung war in diesem Fall ganz eng mit Erfolg verknüpft. Und das hat ihn so zerrissen. Er muss Entscheidungen treffen, er muss in die richtige Richtung gehen, damit er Erfolg hat, damit Bedeutung in sein Leben kommt. Aber wenn wir Jesus erkennen und seine Herrschaft in unser Leben zu seinen Konditionen akzeptieren, dann wird nicht unser Erfolg, sondern unsere innere Umwandlung zum Ziel unseres Lebens. Wenn wir Gott und Jesus und dem Heiligen Geist das Mandat dafür geben. Und die Bibel, die hat uns niemals Erfolg versprochen. Ja, und Erfolg in der Bibel ist eben eine ganz, ganz andere Definition, als wir sie kennen. Wenn wir unser Leben auf das Streben nach der Erkenntnis Gottes ausrichten und ihm erlauben, uns nach seinem Bild zu formen, dann werden wir am Ende erfolgreich sein, wie auch immer das aussieht, wie auch immer unser Leben verläuft. Wenn wir das zu unserer Mission machen, dann ist es letztendlich egal, wie erfolgreich wir im Job sind, wie unsere Karriereleiter aussieht. Dann ist es egal, wie groß unsere Gemeinde ist. Dann ist es egal, wie viel Impact mein Leben hatte. Ob wir unerwartete Möglichkeiten bekommen oder große Herausforderungen im Leben begegnen. Deine und meine Mission ist es, unsere Träume mit Gottes Träumen für diese Welt in Einklang zu bringen und ihm das Mandat zu geben, uns für diesen Zweck nach dem Bild seines Sohnes zu verändern. Und das ist keine Entscheidung, die man einmal trifft und die dann eingeloggt ist. Ziel ist klar, Kurs ist, ja, steht für immer fest, sondern es sind Entscheidungen, die wir jeden Tag neu treffen müssen und die sich dann auch neu entfalten. Ein lebenslanger Prozess zwischen faszinierender Erkenntnis und der Bereitschaft, danach zu handeln und sich dafür hinzugeben. Also das ist das Ziel. Wie sieht der Weg dahin aus? Paulus entfaltet diesen Gedanken weiter in Vers 10. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen. Im vorherigen Vers war es Gott, ja, der uns mit Erkenntnis und Weisheit füllt. Das ist ein passiver Prozess, den wir zwar antizipieren können, aber Gott ist derjenige, der uns Weisheit schenkt. Und dieser Vers 10, der beinhaltet den konkreten Auftrag, wie wir darauf reagieren sollen, was wir jetzt damit tun sollen. Und es geht um Nachfolge und es geht um diesen Prozess der Heiligung. Also unser Leben aus dieser Erkenntnis, die wir über Gott haben, praktisch so zu gestalten, dass Gott sich darüber freut. Und ich habe in meiner Jugendzeit erlebt, dass Nachfolge oft als so eine Reihe von Verhaltensweisen gesehen wird, die wir uns im besten Fall, wenn wir richtig gut drauf sind, aneignen. Und das ist auch so in meinem Leiterherz weitergeblieben. Das ist so der Default-Modus, in den ich zurückfalle, wenn ich nicht ganz aktiv dagegen anarbeite. Wenn Teens zu mir kommen und Probleme haben und Sorgen und Herausforderungen, dann ist mein erster Gedanke immer, okay, hast du schon alles gemacht, was du machen sollst? Und was kannst du dagegen tun? Das ist so der erste Gedanke. Wie kannst du dich anders verhalten, damit es besser wird? Und mit Jugendlichen in Gesprächen erlebe ich auch, dass häufig so regelmäßige stille Zeit und Bibellesen der Hauptindikator für den Zustand ihrer Jesus-Beziehung ist. Doch geistliche Disziplin ist nur ein Werkzeug in der Beziehung zu Gott und nicht das Ziel. Ja, Jüngerschaft ist viel mehr als Verhaltensänderung. Der Weg zu unserem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, der führt nicht über unser Verhalten, sondern der führt über unser Herz. Und Gott wünscht sich, dass wir Jesus ganzheitlich ähnlicher werden und nicht nur so versuchen, wie er zu handeln, sondern so wie er werden. Und wenn wir Gott an den Orten, an denen wir Menschen begleiten, auf einen Moralkodex reduzieren, dann machen wir sie nicht zum Jüngern. Stattdessen machen wir ihnen etwas vor. Ich glaube, wir führen sie in die Irre. Wir überzeugen sie, dass sie jemand sein sollen, der sie eigentlich nicht sind. Doch Regeln, Motivationsreden, gute Vorsätze oder die Vision einer besseren Zukunft von uns selbst, die haben einfach nicht die Kraft, unser Herz zu verändern. Das geht nicht tief genug. Und das Tragische daran ist, dass diese Art der Verhaltensänderung ausschließlich durch eigene Kraftanstrengungen und Willenskraft angetrieben werden kann. Und so viel Kraft haben wir nicht in unserem menschlichen Tank. So, wir können in dieser Rakete, die vielleicht mal abgehoben ist, nicht so viel Feuerholz nachlegen, dass sie es aus der Jugendatmosphäre herausschafft. Ich glaube, dass Raketen mit Feuerholz funktionieren. So, dann brennen wir geistlich aus, wenn das passiert.
Dann ist Scheitern vorprogrammiert, aber eigentlich nicht erwünscht. Obwohl der Weg unserer Herzensveränderung eben auch durch unser Scheitern führt. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ja, schauen wir auf die Helden, wenn wir sie so nennen wollen, aus der Bibel, durch die Gott gewirkt hat. Das König David ist oder Petrus oder Paulus. So das, was Gott in ihren Herzen verändert hat, wo er sie am meisten gebraucht hat, ist immer durch Schmerz, durch Scheitern und durch Versagen gegangen. Aber wir versuchen irgendwie alles dafür zu tun, dass das nicht passiert. Und ich finde es so spannend, dass dieser Vers mit einer Zusage endet. Wenn wir Gott mit unserem Leben ehren und ein hingegebenes Leben führen, dann werden wir Gott immer besser kennenlernen. So schreibt Paulus das an die Kolosser. Und kennenlernen hat oft auch mit Informationen sammeln zu tun. Aber ich denke, es geht dabei um viel mehr als das. Paulus spricht hier nicht über Informationen oder theoretisches Wissen über Gott, sondern echte Erfahrungen und intime Begegnungen mit ihm. Und vielleicht unterschätzen wir manchmal diese Art und Weise, wie Gott sich uns offenbart. Indem er uns in Situationen eintauchen lässt, die es wirklich erst möglich machen, ihn kennenzulernen, uns mit ihm zu identifizieren und ihm auf eine völlig neue Art und Weise zu entdecken. Wir suchen ganz oft neue Informationen im Prozess der Nachfolge und Jüngerschaft, doch Gott schenkt uns Erfahrungen. Schöne, traurige, beängstigende, überwältigende, verzweifelte. Und in denen können wir ihm begegnen. Und da können diese Informationen, diese Erkenntnis, das Wissen über ihn erst richtig lebendig werden. Und für den Weg der Nachfolge und der Heiligung brauchen wir dann vielleicht ein neues Betriebssystem, das nicht auf Verhaltensveränderung abzielt, sondern auf diese Begegnung mit Gott angelegt ist. Begegnung mit seinem Wort, Begegnung mit seiner Liebe, Begegnung mit seiner Gnade. Und dabei sind Sonntagspredigten bestimmt ein richtig hilfreiches Tool, aber sie sind eben nicht der wichtigste Ort, wo diese Gottesbegegnung und die Veränderung unseres Herzens stattfindet. Das passiert in unseren Freuden, unserem Leiden, unserer Enttäuschung, unseren Erfolgen und unseren Misserfolgen. Und damit das Realität wird, in unseren Gemeinden, ich glaube, dafür brauchen wir zwei Dinge. Und das eine ist die Erlaubnis zu scheitern. Und das zweite ist Menschen an unserer Seite, die diesen Weg gegangen sind, und die uns in Gnade durch das Scheitern führen. Ich hatte vor einiger Zeit einen Konflikt mit einer Mitarbeiterin aus der Jugend. Und das war eigentlich ein kleines Ding, wo sie echt moralisch versagt hat. Aber sie hat darüber gelogen und nicht die Wahrheit erzählt. Und dann habe ich das beiseite gelassen und ruhen lassen. Und es kam aber immer wieder auf den Tisch. Und ich habe gemerkt, wir müssen darüber reden. Und dann hat sie wieder gelogen. Und wieder dachte ich, ja, ich vertraue ihr einfach. Und irgendwann hatte ich ja die Beweise, so es war ganz klar, so sie hat das gemacht, aber sie hat immer wieder weiter gelogen. Aus was relativ klein wurde, sowas Großes, ja. Und sie hat weiter gelogen und weiter gelogen. Und dann habe ich sie irgendwann in meinem Büro zitiert und ich hatte mir vorgenommen, sie rauszukicken. Ich gesagt, du hast so oft gelogen, so das ist nicht mehr dein Ort, wo du sein kannst. Und dann saß dieses junge Mädchen weint vor mir und hat es zugegeben. Und hat sich entschuldigt. Dann bin ich zu ihr hingegangen, hab sie in den Arm genommen und hat sie gesagt, Magnus, ich hatte solche Angst. Dann habe ich gesagt, wovor hattest du denn Angst? Dann hat sie gesagt, ich hatte Angst davor, dass alles vorbei ist. Meine Mitarbeit hier in der Gemeinde, die Zuneigung und den Respekt, den ich von dir bekomme, mein Glaube mit Gott, ich hatte solche Angst, dass alles vorbei ist. Und das hat mich richtig getroffen in dem Moment. So in welchem, was für ein System, ja, was für einen Raum bauen wir für die jungen Menschen, wenn wir nur Erwartungen haben, wie sie sich verhalten sollen, aber kein Raum dafür da ist, dass sie scheitern, so wie wir. Und seitdem sage ich jedem Mitarbeiter, der neu dazukommt, sage ich, wenn du Scheiße baust, wenn du versagst und nicht wenn, sondern wann, so dann komm zu mir. Und ich bin der Erste, der dir vergibt. Und dann gehen wir die Schritte und die sind auch schmerzhaft und die haben auch Konsequenzen und Vertrauen ist auch nicht sofort wieder da. Aber dann gehen wir die Schritte gemeinsam. Und dann ist nicht die Zeit, dass du wie eine Rakete Richtung Jesus fliegst und alle dich anfeuern, sondern dass du zum Satelliten wirst und Jesus dich hält. Und Jesus dich in der Umlaufbahn hält. Und dafür brauchen wir reife Christen, die diese Wege gegangen sind und die uns erlauben zu scheitern und die diesen Weg mit uns zusammengehen.
Und dann ist es nicht nur unsere Schuld, die irgendwie uns näher zu Jesus führt, wo wir durch unseren Schmerz und unser Versagen ja, so die Erkenntnis über ihn auf den Wahrheitsgehalt prüfen können, sondern dann können es auch ganz bewusste Entscheidungen der Nachfolge sein, die uns herausfordern, die uns richtig etwas kosten, wo wir Jesus ähnlicher werden und wo er unser Herz verändert. Und vielleicht meint Paulus das, wenn er darüber spricht, in Kolosser 1, Vers 29, für dieses Ziel, Menschen in Christus vollkommen zu machen, setze ich mich mit aller Kraft ein und vertraue dabei auf das, was er durch seine Kraft in mir wirkt. So ein Paradox, ne? Ich gebe alles, was ich habe, vertraue darauf, dass Gottes Kraft in mir am Wirken ist. Gottes Kraft tut es am Ende. Jetzt ist die Frage, nachdem wir das Ziel kennen, den Weg dahin, wo finden wir die Kraft? Vers 11. Ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzuhaben, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Und es ist total wichtig, dass wir das Ziel kennen und den Weg dahin. Aber damit die Kraft auf dieser langen, lebenslangen Glaubensexpedition nicht ausgeht, brauchen wir eine Kraftquelle, die beständig und zuverlässig ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir falsche Kraftquellen identifizieren, weil sie uns eben nicht ans Ziel bringen. Also die Frage ist, wo finden wir die richtige Kraft? Und mir sind ein paar Sachen eingefallen, wo wir vielleicht Kraft ziehen und Kraft tanken, die nicht gut ist, die uns nicht hilft. Zum Beispiel ein Lebensstil, der von Dienst geprägt und also von Dienst und Hingabe geprägt ist, den können wir nur dann nachhaltig leben, wenn er nicht von der ständigen Bestätigung und dem ständigen Zuspruch anderer Menschen abhängig ist. Und das passiert im Gemeindekontext ganz oft. Das merken auch die Pastoren, dass ganz oft Leute eben diese Bestätigung brauchen. Wir versuchen sie von uns abhängig zu machen, so eine Freiheit zu führen, aber das ist manchmal so schwer. Und ich struggle auch damit, bin ich ganz ehrlich. So, es gibt diese Sonntagspredigten, wo Leute nach der Predigt zu einem kommen und sagen, boah, das war Hammer, boah, danke, krasser Dienst, das ist schön. Und dann gibt es die Predigten, wo keiner kommt. Wo es einfach hingenommen wird, dass man gepredigt hat und sich richtig Mühe gegeben hat. Meine Frau lacht, ja, das ist richtig frech. Aber dann kommen diese Stimmen im Kopf, wenn dann keiner kommt. Das ist ja voll cool, ja, die Vaterliebe so, ich brauche keine Angst haben. Aber dann kommen diese Stimmen, die sagen, ach, vielleicht hat es einfach nicht gereicht heute. Vielleicht war es heute wirklich nicht gut genug. Vielleicht warst du heute nicht gut genug. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Dienst. Das erste Mal, als du dieses eine grandiose Zeugnis aus deinem Leben erzählt hast, was so das Fundament deines Glaubens ist, da haben, sind Leute zu dir gekommen, waren begeistert. Beim zweiten Mal auch noch, beim dritten Mal auch noch. Aber jetzt kennen alle Leute deine Story. Und irgendwie fehlt dir da so diese Bestätigung, dass das was Besonderes ist. So, das kann so eine Kraftquelle sein, wenn Leute das krass finden, was du mit Gott erlebst. Und ich merke, wenn sonntags eben so die Predigt mir Lob eingebracht hat, dass es zur Kraftquelle wird. Wenn diese Sonntage, wo ich dafür kein Lob bekomme und es einfach hingenommen wird, mich leer zurücklassen, sondern öffnet das die Tür für Stimmen, die sagen, du musst dir nächstes Mal ein bisschen mehr Mühe geben. Und ich versuche aus meiner eigenen Kraft meinen Selbstwert oder diese Lücken, die da drin sind, zu stopfen. Selbstwert oder Lücken da drin sind kein guter Antreiber in meiner Glaubensexpedition. Was ist, wenn ich mit meiner Schuld und meiner eigenen Sünde konfrontiert bin? Jeder kennt diese Momente, wo wir schockiert sind, was wir gesagt haben, wie wir reagiert haben. Und ob wir dann Mitarbeiter, Leiter oder Pastor sind, das ist dann eigentlich egal. Und dann kommen wieder diese Stimmen, die sagen, boah, vielleicht bist du gar nicht gut genug. Guck mal, was du da gemacht hast. Und dann kriecht so die Scham in einem hoch, die einem sagt, boah, du bist eigentlich nicht liebenswert. Guck mal an, wie du dich verhältst. Und alles, was wir danach tun, rennt irgendwie dagegen an, dass wir das nicht nochmal erleben. Und dann wird Scham zu unserer Kraftquelle. Wir versuchen irgendwie aus der Angst davor, unseren Dienst oder unser Leben zu gestalten. Und dann braucht es noch nicht mal Sünde oder Schuld, sondern einfach Momente, wo wir uns fragen, ist das gerade genug, was ich mache?
Aber ich habe jetzt einen Dienst in der Paulusgemeinde abgesagt an dem Sonntag. Boah, reicht das noch? Gebe ich noch genug für Jesus? Oder vielleicht hast du ein Projekt gestartet und es sind einfach nicht genug Leute gekommen und das wird eingestampft. Oder du sagst, ich brauche einfach mal eine Pause. Und du fragst dich so, ja, ich weiß, ich bin von Gott geliebt, aber hey, hat das Bestand? Bleibt das so, wenn ich sage, ich brauche gerade eine Pause? Und ganz ehrlich, Angst ist kein guter Antreiber. Und dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir uns fragen können, okay, wo finde ich mich da wieder? Gibt es falsche Kraftquellen, diesen Wunsch nach Bestätigung, der den Selbstwert pusht? Oder so das Wegrennen von Scham, bloß nicht falsch sein, immer liebevoll und liebenswürdig erscheinen? Oder diese Angst, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr reicht, was ich tue? So, scanne mal dein Leben oder dein Herz danach, ob irgendwas davon da ist. Und vielleicht hilft so eine Frage, wonach sehnst du dich gerade? So, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Und dann die befreiende Botschaft des Evangeliums, du musst diese Sehnsucht nicht unterdrücken, sondern darfst sie einfach neu ausrichten. Und Paulus richtet, nachdem er für Kraft betet, aus dieser Kraft, aus diesem Wunsch heraus, den Blick auf unsere Identität in Jesus. Und er benutzt in Vers 13 die Worte, die Jesus beschreiben, unter dessen Herrschaft wir stehen. Er sagt, sein geliebter Sohn. Und das ist so schön. Und das erinnert so ein bisschen an die Taufe von Jesus, wo der Vater zu ihm spricht und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und genau das ist, was er dir zuspricht. Ja, jeden Tag deines Lebens. In diese Sehnsucht hinein, die du hast. Und bei ihm finden wir eben Erfüllung dieser Sehnsüchte. Er ist der, der dich sieht, ja, der dich als Kind, als Sohn, als Tochter angenommen hat. So grenzenlose Annahme, er gibt dir Wert. Er ist derjenige, der dich liebt. Ja, Zuneigung, du bist liebenswürdig. So, du bist geliebt von ihm. Und er freut sich kontinuierlich an dir. Er hat Wohlgefallen an dir. Es ist nicht so, dass er dich liebt, aber echt mit kritischen Augen guckt und er sich eigentlich wünscht, dass sich alles bei dir ändert und du dann erst seine Liebe bekommst. Also Annahme, Zuneigung, Sicherheit, all das finden wir in diesem Ausspruch, in unserer Identität, in Jesus. Und die Basis von Jesus' Hingabe, die so unser großes Vorbild ist im Neuen Testament und auch für unseren Dienst, ist eben die Gewissheit dieser Annahme und die Liebe des Vaters, die im Kern unsere Identität ausmacht. Wenn ich weiß, dass der Vater mich liebt, dass ich sein Kind bin und dass er kontinuierlich Freude an mir hat, dann kann ich aus seiner Kraft heraus hingegeben leben, mich an ihn und an andere Menschen verschenken. Dann läuft der Tank nicht leer. Das ist grenzenlos. Und im Leben von Jesus, da wird das an so vielen Stellen sichtbar. Er zieht sich immer wieder zurück an stille Orte, wo er genau diese Liebe und diese Bestätigung seiner Identität sucht oder wo er die Kraftquelle selbst anzapft, wo er sich seiner Identität versichert. Und das wird kurz bevor er stirbt nochmal ganz sichtbar, wo er mit seinen Jüngern das Passafest feiert, Johannes 13. Da steht, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Jesus wusste zu jedem Zeitpunkt und besonders in den Momenten absoluter Hingabe, dienender, aufopferungsvollen Hingabe, wer er war und zu wem er gehört, wer ihn sieht und wer sich kontinuierlich über ihn freut. Und das ist auch unsere Aufgabe, jeden Tag aufs Neue. Vielleicht die größte lebenslange Aufgabe, die wir haben, dass wir unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche und Gedanken immer wieder neu orientieren und neu ausrichten auf die Liebe des Vaters. Und du kannst nichts dafür tun, dass Gott dich mehr liebt, als er dich jetzt liebt. Und du kannst auch nichts dafür tun, dass er dich weniger liebt, als er dich jetzt liebt. Und diese Gewissheit, in die dürfen wir hereinwachsen, ganz jung, wenn wir ganz viel Feuer und Faszination für Gott haben. Und wenn wir als Satellit um ihn kreisen und wissen, gerade ist es nur Jesus, der mich hält. Wir finden diese Kraft in der Dankbarkeit und der Freude über das Geschenk der Gnade, über wer wir sind in den Augen Gottes. Und das ist der Ziel, der Weg und die Kraft.
Und beweg doch heute Abend für dich ganz persönlich, was das für dein Leben bedeutet, für deine Nachfolge, für deine Glaubensexpedition. Und dann morgen vielleicht mit deinem Jugendleitungsteam oder mit Leuten, die mit Jugend zu tun haben, was das vielleicht für eure Gemeinde bedeutet, wo das Teil der Kultur werden kann. Leben zwischen Faszination und Hingabe. Wir werden jetzt ein bisschen Lobpreis machen und es wird die Gelegenheit geben, an den Seiten Gebet in Anspruch zu nehmen. Und ihr könnt auch immer noch, wenn ihr Eindrücke bekommt, zu Ingo gehen, ihm das teilen. Und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Und uns einfach auszurichten auf diese Liebe des Vaters. Um mit mir dieses Gebet zu sprechen. Vater, wir geben dir unsere Pläne, unsere Sehnsüchte, unsere eigenen Ziele, unser Wunsch nach Erfolg, unser Wunsch nach Relevanz, nach Bedeutung. Und wir geben das einfach dir her. Und wir beten, dass du uns die Erkenntnis darüber schenkst, dass unser großes Ziel ist, dir ähnlicher zu werden. Also wir wollen alles loslassen, was nicht in dein Reich, in die Nachfolge zu dir passt und was uns daran hindert, mehr so zu werden wie du im Herzen, im Verstand, im Denken und im Tun. Und Herr, wir wollen dir begegnen und dich ehren. Wir wollen uns nach der Gnade ausstrecken. Wir wollen gnädig zu uns selbst sein. Wir wollen gnädig zu den Leuten sein, die wir begleiten. Wir wollen diese Begegnung mit dir suchen an diesem Abend. Wir wollen uns nicht nur nach Informationen ausstrecken, sondern nach Situationen im Leben, wo diese Information tief in unser Herz rein kann, gelenkt von deiner Gnade. Und Herr, wir sehnen uns und wir strecken uns nach deiner Liebe aus, die uns sieht, die uns annimmt, die sich kontinuierlich an uns freut. Und wir wollen daraus die Kraft ziehen, die wir brauchen. Wir wollen uns faszinieren lassen von deiner Liebe her. Und wir wollen uns hingeben, damit sie sichtbar wird für unsere Gemeinden, unsere Familien und die Orte, in denen wir leben.